Wir springen zurück ins Jahr 2006. Guten Abend, Kollege. Wir schreiben den 9. Juni 2006. Die WM 2006 Daoam ist mit dem Öffnungsspiel gestartet, welches die DFB 11 mit 4:2 gegen Costa Rica gewann. Am selbigen Abend hast du die Aufgabe, die S25 einmal von Priesterweg nach Gesundbrunnen zu bringen. Mach nun erstmal deine 581er soweit vorbereitet und ziehe dann vor. Los geht es dann hier um 22.50 Uhr. Der Fahrplan ist äußerst straff, also halte dich dran und trödel nicht. So, meine Damen und Herren, damit herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge. Folge habe ich gerade gesagt mit A. Zu einer neuen Folge im Train Simulator 2021, zu einer neuen Fahrt. Und genau, ihr habt gerade die Einweisung gehört, das erkläre ich gleich zu dem Szenario hier. Ja, wir müssen uns jetzt ein bisschen beeilen, weil der Fahrplan sehr eng ist. Wir haben 2 Minuten Zeit. Also wartet mal, müssen wir hier den Schlüssel erstmal nehmen. Zack, perfekt. Jedes Mal mache ich hier die Tasche wieder zu. So, Schlüssel, Schlüssel, Schlüssel. Super. Schlüssel ist drin. Battery. Kann man gleich einen Hauptschalter reinmachen. Wie war das nochmal mit Steuerung J, glaube ich, geht die Passagierbeleuchtung an, ne? Genau. Dann können wir nochmal hier unsere Beleuchtung anmachen. Genau, mit J können wir unsere anmachen. Dann würde ich mal sagen, gehen wir direkt ins Ibis rein. Sofort, wartet mal. So. Jetzt ist Spitzlicht an. Also, wir müssen mal einstellen, Linie, also, Ibis, so, Ibis, Linie, Linie, 25, übrigens, wir können mal die Türen auf der linken Seite freigeben, glaube ich, so, die sollten jetzt offen sein, sieht gut aus, 25, Ziel, nee, Umlauf, 1, Ziel, 7, das war falsch, das war Marlow, wir wollen aber, hier ist die 0, 70, Start ist 107, so, let's go, alles klar, ja, dann haben wir das gemacht, können wir auch jetzt wieder hier unser Licht mal ausmachen, jetzt müssen wir mal kurz gucken, wie ging nochmal hier die Instrumentenbeleuchtung, ah ja, mit L, alles klar, sehr schön, so, Türen sind freigegeben, dann gehen wir nochmal hier links kurz einmal rausgucken, können noch mal schauen, ob wir die Federspeicherbremse gelöst haben. Das haben wir jetzt gemacht. Genau, das ist unsere S25 und das ist so, dass das Szenario nämlich zweiteilig ist. Und deswegen habt ihr gerade quasi die Einweisung gehört vom ersten Teil. Und genau, so, dann machen wir mal die Türen zu. Und fahren los Richtung Berlin-Südkreuz. Und das Szenario ist von TrainFW aus dem Resum Forum. Und genau, das ist wie gesagt zweiteilig. Im ersten Teil geht es von Gesundbrunnen nach Priesterweg. Und wir fahren jetzt hier heute im zweiten Teil schon direkt zurück. Also ich wollte gerne ein bisschen den Süden hochfahren quasi Richtung Norden. Und genau, deswegen das Szenario ist wie gesagt zweiteilig. Und wir fahren jetzt den zweiten Teil die erste... Also die Einweisung vom ersten Teil gehört, damit ihr da ein bisschen Bild habt, worum es geht. Weil im zweiten Teil habt ihr ja gesehen, da fiel jetzt die Einweisung ein bisschen spärlich aus. Aber ist ja auch normal. Wenn man dann den ersten gefahren ist, dann den ersten Teil, dann ist ja klar, dass dann der zweite nicht, dass man da nicht nochmal die Einweisung komplett machen muss. Genau. So, jetzt dürften wir 100 fahren, aber die sind ja nur zugelassen auf 80. Seit langer Zeit, deswegen gehen wir jetzt entspannt hoch auf die 80. Und das Besondere an diesem Szenario ist, dass, übrigens Grüße gehen raus an TrainFW, das war hier mit dem Ursprungslack fahren, der 581er, also wie sie noch vor sehr, sehr langer Zeit gefahren sind. Und, das ist schon eine sehr coole Sache, tatsächlich. Da kommen auch gute Erinnerungen wieder hoch. Oft mit denen unterwegs gewesen. Genau, jetzt kommt Südkreuz. Nächste Station, Südkreuz. Übergang zu den S-Bahn-Linien 41, 42, 45, 46 und zum Regional- und Fernverkehr. Fahrgäste nach Flughafen Schönefeld steigen bitte hier um. Passengers traveling to Schönefeld Airport, please change here. So, genau, wir sind ja nicht allzu lang, deswegen können wir mal ruhig ein bisschen eher stehen bleiben.
Wobei ich jetzt eigentlich schon relativ weit vorgefahren bin, aber egal. Ausstieg links. Genau, Ausstieg links. Hier oben wird es dann natürlich hochgehen zur Ringbahn, das kennen wir ja hier, aber die ist ja leider nicht zu sehen. Hier wäre das jetzt, man erkennt so ein bisschen auch geil die Rolltreppen immer zu jedem Bahnsteig. Gehen wir mal wieder runter, wir haben jetzt den Zug abzufertigen tatsächlich. So, S25 einsteigen bitte. So sieht das Ganze übrigens aus, das sehen wir auch gleich nochmal unten, wenn wir im Tunnel sind, schöner. Ja, guckt es euch an, die Ursprungslackierung, alter Verwalter, das waren Zeiten. So, wir haben schon Abfahrt, aber ich wollte mal kurz hier dem ICT zuschauen. Bestimmt kommt er aus München, ey. S25 zurückbleiben, bitte. So, was wollte ich gerade sagen? Das habe ich gerade vergessen. Hoppla. Auf jeden Fall. Was soll ich denn gerade noch sagen? Achso, ich glaube, genau, da ist ja dann natürlich damals noch der ICE über den langen Weg da gefahren. Schön 6,5 Stunden München-Berlin. Dann ist er wahrscheinlich da gegen 16 Uhr gestartet. Jetzt heute fährt er nur noch 4,5. Und wenn dann da irgendwie unten Bamberg noch ausgebaut ist, zwischen Bamberg und Nürnberg der Bereich, dann wird das auch nochmal kürzer und so weiter und so fort. Also das ist, wird auf jeden Fall zwar leider, weil wir im Autoland sind, ziemlich lang noch dauern, aber das wird kommen. Dann irgendwann eines Tages ist der Zug konkurrenzlos gegen die Inlandsflüge. Genau, vor allem wenn durchgehend Berlin-München SFS wäre, Junge. Würde man sich auch noch irgendwann fragen, ja, was ist ein Flugzeug überhaupt? Was war das? Kann man das essen? Aber das ist leider noch ein bisschen Zukunftsmusik. So, da war auch rechts ein Fernmelder. So sehen die übrigens dann bei der S-Bahn aus, schön orange. Nächste Station, Yorkstraße. Übergang zur U-Bahn-Linie 7. Genau, hier kommt die Yorkstraße, die gute alte. Relativ mittig in Berlin, also so im südlichen Mitte. Ich frage mich, ob in echt genau vor Beginn des Bahnsteiges auch nochmal ein Hauptsignal steht hier in Yorkstraße. Das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht, muss ich mal gucken. Haben wir wieder ZAT? Nee, ne? Sieht wohl nicht so aus. Ausstieg links. Aber nochmal gucken, ich glaube hier hinten aber stand es dran, ne? Ja, hier stinken steht es dran. Aber anscheinend in die Richtung ist keine ZAT, also nicht Zugabfertigung durch Triebfahrzeugführer. Nee. Das Besondere an der Yorkstraße, ne, am Priesterweg, am Bahnhof war auch, dass wenn man da lang fährt, also das sieht man schön am Tag, dann fährt man da relativ nah an dem, an so einem Weg vorbei, wo sehr viele Leute immer Rollerbladen. Haben wir jetzt leider nicht gesehen. Es ist dunkel draußen, deswegen. Genau. S25 zurückbleiben, bitte. So. Dann geht's jetzt schön in den Untergrund. Genau, eine S-Bahn-Fahrt habe ich noch geplant, aber da warte ich noch, bis ein Update für eine Strecke rauskommt. Weiß nicht, wie lange das noch dauern würde, aber wird demnächst kommen, auf jeden Fall innerhalb der nächsten 2 Wochen auch. Jetzt sehe ich da gerade, dass eine Markierung in unserem F3 hat für irgendwie so eine Geschichte, dass man hier einmal jetzt das Horn betätigen müsste. Ja, P tatsächlich, eine P-Tafel. Geht gar nicht, okay. Alles klar. Anscheinend geht es nicht. Ups.
Jetzt habe ich gerade eine völlig brain AFK die Schnellbremsung ausgelöst. Das wollte ich gar nicht. So, nochmal. Was macht man denn mit der Taste N eigentlich? Hä? Was machen wir denn mit der Taste N? Muss ich gleich mal gucken, was man mit der Taste N macht. So, also, dann haben wir hier jetzt die 40er Ankündigung mit einer schönen LF6. Nächste Station, Anhalter Bahnhof. Übergang zur S-Bahn-Linie 1. Und als war gerade eben die An- oder links eine schöne S-Bahn abgestellt. Geil. Muss ich mal kurz genießen. Ja. Auf jeden Fall, als wir da gerade durch... Ups, ein bisschen zu schnell. Als wir da gerade die Ansage im Südkreuz gehört haben, Passengers traveling to Schönefeld Airport, please change here. Das ist ja, glaube ich, hier die Stimme des Mozart, extra für den Train-Simulator, der hier die ganzen Ansagen gesprochen hat, die mitgeliefert werden. Und in echt sagt tatsächlich diese englische Stimme, also die spricht tiefer in echt, das ist eine andere Stimme. Die ist nicht gleich, spricht so eine tiefere. Genau. Ausstieg links. Genau, Ausstieg links. Jetzt gucke ich nochmal ganz kurz, wenn ich N drücke, was passiert. Passiert hier irgendwas? Ah, da. Federspeicher ein. Okay. Aber wir wollen ja Federspeicher aus. Wir wollen die Bremse ja nicht drin haben, wir wollen die aus haben, genau. So, das, jetzt haben wir Rätsellösung von der Taste N gehabt. Gut. Habe ich jetzt versehentlich das Licht ausgemacht hier? Nee. So, machen wir mal unseres wieder aus. Und weiter geht's. Die Ansagen wurden jetzt gerade von dem Personal hier am Gleis gesprochen. Ups, jetzt sind wir ganz schön schnell hier. Wir haben eine 40er V-Max gerade. Müssen wir mal ein bisschen gegenbremsen. So, ich muss gerade nochmal überlegen, ist Friedrichstraße auch ein S-Bahn-Untergrundbahnhof? Aber nächste, ich glaube ja. Station, ne? Genau. Potsdamer Platz. Übergang zur U-Bahn-Linie 2 und zum Regionalverkehr. Da war ich gerade nochmal, muss ich nochmal überlegen. Weil ich mir gerade ein bisschen unsicher, weil da ja auch die U6 fährt, aber das ist tatsächlich auch natürlich ein S-Bahnhof da, was für die Untergrund-S-Bahn. Die kreuzen sich da die Stadtbahn und die Nord-Süd-S-Bahn. Muss ich nochmal überlegen, fährt am Potsdamer Platz? Ne, die U55 fährt da nicht. Ne, Potsdamer Platz war das nicht. Das musste dann, glaube ich, unter den Linden oder irgendwas anderes gewesen sein. Aber dadurch, dass wir im Jahr 2006 spielen, weiß ich gar nicht, ob die Ansage das mit berücksichtigt ist, weil im Jahr 2006 spielen, weil da gab es die U55, glaube ich, noch nicht. Cool auch an den Bahnhöfen hier unten ist schon seit Jahren, dass wenn hier ein Zug einfährt, da rechts diese Displays dann anzeigen, ein Zug fährt ein. Ausstieg links. Genau, das ist auch immer sehr cool. So, Freunde, genau. Dann sehen wir mal zu, dass es gleich weitergeht hier. Und dann schließen wir die Türen wieder. Oh, sie stehen aber ganz schön ungünstig, junge Dame. Ich weiß gar nicht, wie sie es unten die Tür reingeschafft haben, aber wir fahren jetzt einfach mal weiter. So, und weg ist er. Okay.
Okay, also dann können wir doch mal jetzt auf die 50 hoch. Das ist gut. Ist auch so sensibel hier. Unser Tempomat-Light, unsere AFB-Light. Weil der hört dann nur auf, an der eingestellten Geschwindigkeit die Leistung zu schalten und dann bremst aber nicht gegen, wenn man die überschreitet. Das heißt, wenn es bergab geht, dann muss man selber gegenbremsen. Deswegen nenne ich es mal jetzt AFB-Light. Hier Notausstieg, schön blau wie bei der U-Bahn. Schön mit dem blauen Licht. Nächste Station, Brandenburger Tor. Übergang zur U-Bahn-Linie 55. Ah ja, Brandenburger Tor, da ist anscheinend hier aber unter den Linden gerade. Frage ich mich gerade, ob ich euch schon die Lackierung gezeigt hatte, den Ursprungslack. Wobei es schon unten war, aber ich glaube, den hatte ich euch gerade noch gar nicht gezeigt. Den müssen wir mal gleich nochmal rausgehen. Oh, schönes Quietschen. Ausstieg links. So sieht das Ganze nochmal schön aus. Genau, da seht ihr das nochmal. S25 Gesundbrunnen. Jawohl. Ach ja. Ah, was mache ich jetzt hier? So. Eigentlich wollte ich das. Gut. Genug rumgefummelt. Der Kollege da gerade mit dem offenen Spiegel gefahren. Er scheint wohl irgendwie ein bisschen kaputt zu sein, der Spiegel. Ja. So, na dann kommt Friedrichstraße und dann glaube ich schon, Oranienburger und dann kommt Nordbahnhof und Humboldthain. Alles klar, dann geht's schon relativ schnell. Ich finde auch die Ausfahrt da nach Oranienburger Straße und Humboldthain, das ist so irgendwie so eine richtig schön bewaldete Geschichte. Also so eine vegetative Geschichte da oben. Bei Tageslicht sieht es sehr schön aus. Im Sommer. Im Sommer. Friedrichstraße. Übergang zu den S-Bahn-Linien 5, 7, 75, zur U-Bahn-Linie 6 und zum Regionalverkehr. Fahrgäste nach Hauptbahnhof steigen bitte hier um. Passengers traveling to Hauptbahnhof, please change here. Genau, wie gesagt, diesen englischen Satz würde dann so eine ganz andere Stimme sprechen, aber wollte ich nur mal erwähnt haben, wie das in echt ist. Genau. Aber finde ich auch sehr cool, dass es hiermit umgesetzt wurde. Ah ne, nicht Türen schließen, wir wollen ja Ausstieg Türen öffnen. Genau. Ich mache mal die Tür auf, weil ich ja jetzt mal gerne rausschauen wollte mit euch. Ja, falsche Richtung, obwohl ich die gleichen Pfeiltasten drücke. Das backt dann immer so ein bisschen rum. Schön. So, na dann. S25, zurückbleiben bitte. Warum stehen Sie genau in mir drin, junger Mann? Wenn sie jetzt hier nicht reinspringen, machen wir mal lieber schnell die Tür zu. Ist ja cool, mit Y kann ich hier das senken. Wir können ja mal was Kleines machen. Und zwar hier das Rollo runter. Hinten. So, dann mal zurück. Genau, das meine ich halt. Ihr seht, ich habe ja eingestellt, die AFB bei 50 soll eigentlich nicht mehr Leistung ausschalten, aber jetzt bremsen wir mal, müssen wir gegenbremsen, weil es hier bergab geht. Vielleicht ein bisschen stärker. Nächste Station, Oranienburger Straße. Damit wir nicht allzu sehr über die Geschwindigkeit gehen.
So, na dann. Ich glaube, hier bei Oranienburger Straße, das sind hier feste Plakate. Die sind, glaube ich, gar nicht digital rechts. Sieht zumindest nicht nach einer Leinwand aus direkt. Also zumindest natürlich einer zum Ankleben, Ausstieg, aber nicht einer, die links von einem Beamer beworfen wird. Früher habe ich die Dinger immer Biber genannt. Weil ich mal gedacht habe, was heißt Biber? Aber es ist ein Beamer gewesen. So. S25, zurückbleiben bitte. Wäre cool, wenn man den Spiegel natürlich benutzen könnte. Aber das geht leider tatsächlich nicht wirklich gut. Nee, nee. Im Omsi geht das aber hier nicht. Sind wir eigentlich soweit pünktlich? Nee, sind wir nicht. Sehr gut. Wie viel zu spät sind wir denn eigentlich? Ja, wir sind doch gar nicht so spät, wir sind eine Minute oder so, glaube ich. Außerdem, wir behindern gerade keinen nachfolgenden Zug, also alles gut. Ich finde es auch gut, dass der Kollege vor uns schon jetzt irgendwie einfach weggedüst ist. Schauen wir mal. Der Zug vor uns? Ne, der ist wohl gar nicht mehr da schon, der ist schon weg. Nächste Station, jo. Nordbahnhof. Genau, nächster Halt, Nordbahnhof. Auch schön viergleisig. Ab und zu mal dann auch standen hier mal ein paar Werkstattzüge oder sowas rum. Ich das vor uns verbremsen? Nee, alles gut. Ausstieg links. So, da sind die Türen auch schön aufgegangen. Wollte ich auch nochmal vom Innenraum zeigen hier. Geil. So sind wir jetzt. Ich glaube, wir sind jetzt ganz hinten. Nee. Sind wir jetzt weiter vorne? Oder? Genau, jetzt sind wir weiter vorne. Aber hier in den Wagen können wir anscheinend nicht rein. Da, wo die Plätze für die Fahrräder sind, da können wir leider nicht. Hups. Hups. Okay. Ich switch da ein bisschen rum. So. Gut. S25 zurückbleiben, bitte. Und war zu früh, ne? Ups, und ich glaube, jetzt müsste es losgehen, genau. Genau, Humboldthain und dann kommt der Gelsundbrunn mit Übergang zur Ringbahn. Oh ja, da links auch hier. Eine abgestellte S-Bahn. Muss ich gerade noch mal kurz überlegen. Die S-Bahn, die nach Wannsee fahren, die S1. Wo genau die da rausfahren, also wo der Abzweig ist nach Südkreuz. Ach ne, da hast du schon gar nicht mehr, okay. Interessant, also. Den Linienverlauf der S1, sag mal, wie fährt die denn nochmal? Muss ich gleich nochmal nachschauen. Die fährt ja dann irgendwann da über Schöneberg raus, ne? Frage ich mich halt, wo war der Abzweig? Schauen wir gleich nochmal nach. Das will ich jetzt auch nochmal gerne mit euch klären, zusammen im Video hier.
So, was habe ich jetzt gemacht? Achso, 60, genau. Jetzt ist die 60 eingestellt. Auch eine sehr coole Gegend, schaut mal hier rechts. Das, also hier geht auch ordentlich Nachtleben von Berlin ab in dem Bezirk. Humboldthain. Also tatsächlich eine schöne Wohngegend, sehr stark bewohnt. So Szenebezirk-mäßig auf jeden Fall. Und ja, wenn ihr das nötige Kleingeld habt, könnt ihr da sehr gerne wohnen. Oder auch da in Mitte oder der Hackischer Markt. Das ist eine sehr coole Gegend. Und Wedding auch, aber das ist halt anders. Es ist nicht so... Ja, ich weiß gar nicht. Es ist halt einfach Aufstieg anders. Aufstieg links. So, jetzt habe ich T gedrückt. Aufstieg links. Aber wir kriegen den Bahnhof nicht als Halt. Oh, geil, Alter. Buggt wieder rum. Also in Humboldthain buggt es immer irgendwie ein bisschen rum. Interessant. So, jetzt wollte ich mal kurz gucken. Also S1. S1 Linienverlauf Berlin. Gut, dann schließen wir mal die Türen. S25 zurückbleiben, bitte. So, na dann, los geht's. Ah ja, interessant. Bei der Yorkstraße treffen sie zusammen. Da war der Abzweig der S-Bahn von nach Wannsee. Okay. Genau, da geht's dann rechts weg nach Schöneberg und geradeaus eben Richtung Priesterweg und dann Teltowstadt. Was übrigens gar nicht allzu weit weg ist vom S-Bahnhof Zehlendorf zum Beispiel oder von Wannsee. Nächste Station, das ist relativ nah beieinander. Gesundbrunnen. Übergang zu den S-Bahn-Linien 41, 42 zur U-Bahn-Linie 8 und zum Regional- und Fernverkehr. Fahrgäste nach Messe Nord ICC steigen bitte hier um. Passengers traveling to Messe Nord ICC, please change here. Endstation, bitte alle aussteigen. Attention please, we are now approaching the last stop on the line. All passengers are requested to leave the train. Also als, im Endeffekt war unsere Verspätung ja gar nicht mal so ungünstig, weil wir sind gerade sehr schön mit der Ringbahn eingefahren. Ausstieg links. Also ich glaube, wenn wir jetzt ein bisschen zu früh gekommen wären, dann hätten wir die nicht so schön einfahren sehen. Gerade so wie die an der Seite rangefahren ist, genau. Wir sind, also wir haben jetzt gerade die Ringbahn quasi so ein bisschen unterquert und dann sind wir parallel mit der eingefahren. Wenn man hier ist die Ringbahn, das andere Gleis der Ringbahn zurück. Über Jungfernheide und Westkreuz, genau. Und wenn man hier ankommen würde mit der S-Bahn, dann geht es halt wieder runter Richtung Humboldthain. Und da unterquert man die Ringbahn richtig schön. So, jetzt fährt es auch aus. Dann weiter Richtung Landsberger Allee, Storkower Straße etc. Müsste man, glaube ich, hier sogar sehen, ne? Ah ne, da steht einfach nur Ostkreuz, Südkreuz dran. Okay. Gut. Dann, die Fahrgäste sind jetzt raus. Das heißt, wir machen jetzt hier mal The Light Off, wenn ich nochmal herausfinden würde. So geht das, genau. Und Türen sind zu. Und wir haben jetzt eine Rangierfahrt mit maximal 25 km/h. Dürfen das Signal hier überqueren. Ups, habe ich gerade das Licht vorne ausgemacht. Hoppla. So. Perfekt. Da hat man mal einfach eine Sieferzwangse bekommen. Hoppla. Also, dann weiter geht's in die Abstellung. Auch schön hinten das Rollo unten. Alter. Das ist die Siefer auch, also es ist auch so, so richtig vorhersehbar. Aber ich mach's immer jedes Mal falsch. Also die Siefer löst genau aus, wenn man stehen geblieben ist und dann nochmal losfährt, dann löst sie genau 5 Sekunden später aus. Also das ist mir jetzt schon sehr oft aufgefallen. Genau. Also hier in Gesundbrunnen geht es jetzt zur Abstellung. Und da sehe ich sie.
Schön belichtet da vorne. Steht auch ein Kollege der Ringbahn. Vielleicht mit einem Toaster, wie die heißen. Oder wie sie auch gern genannt werden. Übrigens beim S-Bahnhof Westend ist auch eine Abstellung für die S-Bahn, für die S46er. Ist so eine extra Abstellung tatsächlich. Und dann auch nochmal für die Ringbahn. Genau, da ist eine Toaster-S-Bahn. Eine 485er, glaube ich, ist das, ne? Müssen wir gleich nochmal gucken. Ich verwechsel die immer mit den anderen da. Supi. Sind wir angekommen, Freunde. Dann würde ich mal sagen, machen wir nochmal das Licht an hier. Und das heißt, Federspeicherbremse an. Hauptschalter aus. Genau, Spitzlicht können wir auf Schlusslicht stellen, wenn mich nicht alles täuscht. Kann ich das auf Schlusslicht stellen? Ja, sehr gut. Und dann würde ich sagen, Batterie aus. Jetzt muss ich nochmal kurz hier zum Batterieschalter rüber. Wo haben wir die Batterie? Da ist er. Einmal ausmachen. Jetzt ist das Licht auch aus, genau. Achso, wir müssen die, glaube ich, anlassen. Ja, perfekt. Jetzt sehe ich gar nichts mehr. Na gut, dann würde ich sagen, gut gemacht. Ich hoffe, dieses zweiteilige Szenario mit der 481 im Ursprungslager hat dir gefallen. Gruß, TrainFE. Jawohl, hat uns sehr gefallen. 480er ist es, genau. Die 85er ist die andere und die 480er ist der Toaster. So war das. Gut, Freunde, dann würde ich sagen, sehen wir uns bei der nächsten Fahrt wieder. Ich hoffe, die hat euch gefallen, die kleine, aber feine. Also, das heißt klein. War eigentlich ganz ordentlich. Und Grüße gehen raus an TrainFW. Vielen Dank fürs Mitfahren heute. Wir sehen uns bei der nächsten Fahrt wieder. Bleibt schön gesund. Bis zum nächsten Mal und bis morgen. Ciao.